dich ausrüsten. Das war... Nee, kann sonst ja keiner benutzen. Also, die drei können es schon benutzen, aber bringt denen halt nichts. So, jetzt hast du eine schöne neue Rüstung. Rüstungsklasse 0. Moment, ich will mal kurz was gucken. Oh, ändert sich nicht mal. Ach nee, das ist ja auch, ja. Haben wir das Bogenschützen. So, dann will ich mal kurz bei ihr gucken. Kampfwerte. Okay, Armbrust ist mittlerweile genauso gut. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Das heißt, wenn... Nein, 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 stopp. Hörst du auf? Mhm. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ah ja, stimmt, ich habe hier noch etliche Sachen. Ja, stimmt, die Keule kann weg. Oh ja, das lohnt sich. Sonst noch irgendwo was? Ja gut, die Pfeile, nee, die behalte ich. Nee, der war leer, okay. So, dann haben wir hier noch die schöne Armbrust. Wo war sie jetzt? 10.390 habe ich noch. Ja, nehmen wir die. Und ja, da muss ich dann halt jetzt Bolzen noch kaufen. Da, Bolzen. Kurz mal rechnen. 4, 8, 12. Ja, 24. Ne, nicht ganz so viel. So, ach, beinahe schon wieder. So, dann habe ich jetzt nämlich... das dreimal gefüllt und dann noch drei Ersatzdinger hier im Inventar. So. Kurzbogen kann weg. Die ganzen Pfeile können weg. Ich weiß gar nicht, ob ich die vollen Stapel jetzt verkaufen kann. Kann ich ja mal gucken jetzt. So, die beiden besonderen Pfeile, die werde ich dann auch gleich mal Minsk geben. Damit er die zumindest bei sich da im Inventar in Anführungsstrichen lagern kann. Er wird zwar ganz selten mal irgendwelche Pfeile benutzen, aber ja, die zu haben ist ja nicht verkehrt. So, so, so. Da, einmal da und einmal da. So, die 11 Pfeile kann ich definitiv wegschmeißen. So, die kannst du noch nehmen. So. Gut, ja, dann können die aber auch weg hier. So, so, und du nimmst aber den Zweihänder wieder. Und dann schauen wir mal, was wir davon noch verkauft kriegen und was wir dann wegschmeißen müssen. Kann ich alles machen, was ihr wollt. Verdammt, die sind echt null wert. Gut, dann können die jetzt auch gleich weg. Ansonsten sieht das doch jetzt so ziemlich vollständig aus. Hopp. Moment, kann ich? Nee, kann ich nicht. Schade. Hi, Blooddive. Hallöchen. Ich hatte eben die Hoffnung, dass ich, mit der Entferntaste die immer automatisch wegschmeißen kann. Gibt bestimmt irgendwo auch eine Taste dafür. Irgendein Quick-Dings hier. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, das war normale Kunden. Ja, genau. Was? Geschicklichkeit? Moment, macht der Geschicklichkeit minus 1? Ne. Achso, wahrscheinlich wegen der Rüstung an sich. So, okay, dann noch ein paar Kugeln kaufen.
Ja. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Immer noch fast 2000. Nicht schlecht. Na gut, aber wir hatten jetzt eben mit dem zweiten Schwung an verkauften Sachen haben wir jetzt quasi gerade so circa 20.000 ausgegeben. Ach Quatsch, was mache ich denn? 12 Stück, so auf Vorrat. Und ja, da hätte ich auch gleich 13 kaufen können, egal. So, das einmal zu dir. Die letzten paar. Die letzten paar kannst du mal hier behalten. So, und die Dinger einfach rüber. Hopp, hopp und hopp. So. Da ist alles voll. Ja gut, hier. Also er bewahrt jetzt einfach mal die besonderen Pfeile da oben auf. Wo kommen die denn jetzt noch her? So, weg damit. Sie bewahrt dann halt nochmal Kugeln auf. Nur für den Fall, dass bei den beiden die Kugeln mal ausgehen. Soll die jetzt nicht unbedingt selbst benutzen. Ja, dann sieht das doch gut aus. So, dann schaue ich jetzt nochmal, ob er noch irgendwas Sinnvolles im Angebot hat. Ich glaube aber nicht mehr. Kann ich alles machen, was ihr wollt. Und mittlerweile haben wir ja wirklich kaum noch irgendwas an Gold. So, was aber mal interessant wäre, irgendein Zweihänder plus, Zweihänder plus 1 würde im Grunde schon reichen. Stabschleuder, Schleuder plus 1 hat er ja leider nicht mehr im Angebot. Kurzschwert plus 1, schwere Armbrust, Nö. Langschild plus 1, das wäre halt auch noch ganz interessant, aber da haben wir jetzt nicht mehr genug Geld. Ja, obwohl ich könnte theoretisch noch Tränke verkaufen, aber nein, mir fällt gerade was ein. Und zwar, was hattest du? Ein Schienenpanzer. Da will ich nämlich noch mal gucken, ob da nicht noch irgendwas Besseres dabei ist. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So. Kettenhemd, nö, hier Plattenpanzer. 3, ja, ist ein bisschen besser, ja. Ich nehme ihn jetzt einfach. So. Ich habe den, glaube ich, gerade schon wieder nicht gekauft. Verdammt. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Wo war er da? Hopp. Kaufen. Geht doch. So, den gibst du jetzt mal darüber. Du bist jetzt gerade kurzzeitig überladen. Ist auch nicht weiter schlimm. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Und den noch weg. So. Aber du bist doch nicht mehr überladen, oder? Nö. Ja, wobei das da schon wieder ziemlich knapp ist. Also 23 kann er noch tragen. Alles darüber, da wird er dann schon langsamer. Ja, und bei mehr als 47 zusätzlichem Gewicht ist es bei ihm sowieso vorbei. Da kann er sich dann gar nicht mehr bewegen. So, ja. Oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist ein kleines. Stimmt. Hatte ich vorhin ganz vergessen. Level up. Da war ja noch was. So, ETB 0 um 1 reduziert, das ist gut. Zauber des ersten und zweiten Grades jeweils noch einen dazu. Trefferpunkte 6, Sagenkunde erhöht um 3. Oh. Sehr schön. Kannst du auch gleich mal. Oh, die hat so viele Zauber der ersten Stufe schon. Aber magisches Geschoss ist. Das kann man immer gebrauchen. So, dann machen wir das jetzt so. Also ich bin der Meinung, dass der Feuerball Stufe 3 Zauber war. Braucht ihr etwas? Da bin ich mal gespannt. Ich
vermute einfach mal, beim nächsten Level ab gibt es den. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher. So. So gut wie erledigt. Dann haben wir jetzt noch den Winterwolfspelz. Ach und Moment. Nach Nashkel zu gehen ist ja sowieso sinnvoll jetzt gerade. Weil wir da ja das in den Minen geklärt haben. Vielleicht gibt es da ja irgendwo noch ein paar Belohnungen. Ja, aber auf alle Fälle kann ich den Winterwolfspelz da auch noch wegbringen. Also nur für den einen Pelz wäre ich da jetzt nicht unbedingt hingereist, aber alles andere halt. So gut wie erledigt. Ich bin euer Tod. Oh. Ergebt euch und eure Reise ist schneller zu Ende. Was? Ich ergebe mich nichts und niemandem. Kämpft, wenn ihr könnt, Tote. Es macht mir nichts aus, für meinen Lohn zu arbeiten. Warum Nimbul auf euresgleichen angesetzt wurde, werde ich nie verstehen. Was? Achso, er redet von sich in der dritten Person. Ein sehr sympathischer Typ. Das hatte ihn so ein bisschen was von der Batman-Musik. Oh. Okay, er ist tot. Aber, drei unserer Leute haben gerade so ein bisschen Angst. Na gut, ich kann ja schon mal das... Oh, neue Stiefel, neuer Ring. Ja, die nehme ich jetzt auch schnell mit. So, und ihr dürft euch langsam mal wieder fangen. Schauen wir uns... Oh Gott, wo rennen die denn überall hin? Schauen wir uns mal das aus der Perspektive so ein bisschen an. Ich meine, hier kann ja jetzt nichts passieren. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass der, wie ist er nochmal, dieser nervige Typ da, dass der uns jetzt wieder anspricht, aber den haben wir ja schon vertrieben. So, okay. Dann... Und nun? Sammelt euch mal alle wieder hier. Das kann jetzt auch wieder einen kleinen Moment dauern, weil die ja auch erstmal wieder zurückrennen müssen. Ah, naja. Obwohl ich... So, ja gut, hier ist ja eh das Ding. So. Quatsch. Kurzschwert plus 1, das hatte ich jetzt schon gesehen. Das war... Oh Gott, was war das für ein Ring? Kam mir aber auch bekannt vor. So. Gut, nächster Zauber. Das wird ver... Achso, stimmt, er war ja einer von denen. So, Nimbul, das Geld, das ihr von Tranzig erhalten habt, den wir gerade getötet haben, oder vorhin gerade, sollte eurem üblichen Honorar entsprechen. Euer Auftrag ist schwierig, aber ich bin sicher, dass ihr der Aufgabe gewachsen sein werdet. In den nächsten Tagen soll eine bestimmte Person namens Fabiel durch Nashkel kommen. Ihr habt die Aufgabe, diese Person zu töten. Aber ich warne euch, Fabiel ist vielleicht sieht vielleicht harmlos aus, ist aber sehr gefährlich. Viel Erfolg. Tazok. Ja, das haben wir gerade unter Beweis gestellt. So, ich wollte gerade sagen. Ach ja, er ist ja immer noch zu weit weg. Da ist Minsk. So. Die magischen Sachen hatte ich schon rübergegeben, ja. So, kannst du noch... Ja, noch was. Spiegel... Stiefel der Vermeidung. Minus 5 gegen Geschosswaffen. Alle Fälle schon mal sehr praktisch. Ich gebe das mal dir. So. Bist du im Fernkampf jetzt ja, doch schon sehr gut gerüstet. So.
Krücke der Oberflächenbewohner. Infravisionsring. Krücke der Oberflächenbewohner. Kaufleute, die das Risiko des Handelns mit den Drow der großen Spalte in Kauf nehmen, erhalten oft diesen Gegenstand als Bewegungshilfe unter der Erde. Ja gut, Infravision. Hab ich eh. Kann ich verkaufen. So. Und... Was soll ich sagen? Kurzschwert plus 1, ja. Moment, kann noch irgendeiner ein Kurzschwert gebrauchen? Eigentlich nicht, ne? Du kannst das nicht tragen. Nö. Ja, dann kann es auch weg. So, gut. Ja, doch. Erstmal hier rein. Ist ja eh gerade Nacht, also so gut wie erledigt. Macht's wahrscheinlich Sinn, wenn wir erstmal schlafen. Hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Edelmann, ja. Die Nacht ist still und lau. Doch ein Frösteln holt euch unsanft aus dem Schlaf. Euch ist, als sei jemand über euer Grab gelaufen. Und einen Moment lang fragt ihr euch, ob ihr es selbst gewesen seid. Bei diesem Gedanken öffnet sich der Boden unter euch und ihr werdet in die Tiefe gezogen. Als wieder Licht an eure Augen dringt, verschafft euch das keine Beruhigung. Ihr steht vor den leeren Minen von Nashkel, die ihr bei eurem letzten Besuch von allen Übeln befreit habt. Ihr könnt widerstandslos durch Wände und Decken schreiten und steigt immer weiter in die Tiefe hinab. Plötzlich seht ihr eine aufgedunsene Gestalt. Vor euch steht Malahay. Er bewegt sich nicht und sieht noch genauso aus, wie ihr ihn zugerichtet habt. Welches grausame Schicksal auch immer jene üble Gestalt nicht zur Ruhe kommen lässt. Ihr wisst, dass sie nur auf euch gewartet hat. Ihr seht einen Dolch aus Knochen in der Luft schweben, der nur darauf wartet, dass eine entschlossene Hand ihn ergreift und zusticht. Hätte die Kreatur den Atem, um zu sprechen, würde sie gewiss Flüche ausstoßen. Sie wartet auf den Todesstoß, auf einen Tod über den Tod hinaus und kennt keine Hoffnung. Als ihr der Klinge den Rücken zudreht, fällt sie scheppernd zu Boden. Im Reich der Toten wird dieser Kreatur die verdiente Strafe zuteil werden und ihr verspürt kein Bedürfnis, selbst über sie zu richten. Überrascht und dankbar hinkt Malahays Geist nach vorne und durch euch hindurch. Er lässt jedoch etwas von sich zurück, vielleicht um es euch zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Es ist ein Hoffnungsschimmer, der eine Leere in euch erfüllt. Bislang wusstet ihr nichts von dieser Leere, die in Form eines Dolches in euch vorhanden war. Aus der Tiefe ertönt ein Schrei des Zorns. Der Dolch aus Knochen macht sich selbstständig und schwirrt durch die Luft direkt auf euer Herz zu. Gerade als er zustechen will, erwacht ihr von dem kalten Schweiß, der von eurer Stirn in eure Augen fließt. Euch klingt noch die tadelnde Stimme im Ohr, die eigentlich mit dem Traum hätte verschwinden müssen. Es wird dir eine Lehre sein. Okay. Fertig. Wir haben irgendwas wieder bekommen. Ach, leichte Wunden heilen. Cool. Quatsch. Haben wir jetzt zweimal schon, ne? Ja. Ein. Mal alle auswählen. So. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Achso, ja, genau. Das Ding und dann die Sachen noch verkaufen. Genau, das war's. Das zählt aber jetzt trotzdem als Schlaf, oder? Oh Gott. Silent, vielen Dank für deinen Host. Und hallo. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das, ja doch, ich habe die Zauber eingeprägt. Gut. Hä? Ah ja, stimmt. Oh, ich bin so doof. Dann hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Naja, okay, schlafen wir gleich nochmal. Und nun, aber erstmal verkaufen wir die Hässlichkeit am Ork. Wenn ihr euch da sicher seid. So, Taris? Stand Taris da vorher schon? So gut wie erledigt. Doch, stand er oder sie oder es, keine Ahnung. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. So, das ist ein wirklich schönes Feld. Hier habt ihr einen angemessenen Preis. Es war mir eine Freude, mit euch ins Geschäft zu kommen. 500 Gold? Wow. Kann ich noch ein paar Winterwölfe haben, bitte? Der Kunde hat immer recht.
Okay, so Wurfball war gut, insgesamt 20. Und nochmal 795 dazu bekommen. Nicht schlecht. So, du hattest aber nichts wirklich Besonderes im Angebot, oder? Ein normaler Zweihänder. Oh, da ist auch Geschichte der Schicksalsmünze. Das habe ich also schon mal irgendwann gehabt und habe sogar verkauft. Na gut. Ja, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. 18, okay. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel wir mittlerweile, also was für einen Ruf wir mittlerweile haben. Hallo, ich könnte heute echt kotzen, bin sowas von mies drauf. Okay, was ist denn los, Zai? Also wenn du es erzählen willst, kannst du es ruhig machen. Vielleicht ist der Skript doch nicht so gut für sie. Weil sie bleibt da irgendwie öfter mal stehen einfach. So, mal schauen. Ihr seid zurückgekehrt. Es war doch richtig, euch zu vertrauen. Die Stadt dankt. Achso, die Stadt dankt euch von ganzem Herzen und überreicht euch mit Freude die wohlverdiente Belohnung. Bitte nehmt diese 900 Goldmünzen für eure Mühen. Das ist schon ein kleines Vermögen. Vielen Dank nochmal. Wo rein? Wäre auf eure Tage. Ach, irgendeinen Brief haben wir noch eingebüßt. Okay, Ruf verbessert. 1000 Erfahrungspunkte. Auch nicht schlecht. Ja, halt den Brief. Ja. Und ja, 900 Gold. Ja, nehmen wir gerne. Ublek. Stimmt, Ublek, das war ja der uns... umgehen zu müssen, ist ganz schön anstrengend. Ja, welche Kopfgelder wurden noch nicht eingefordert? Unser Hauptmann der Garde ist immer noch auf freiem Fuß. Haltet eure Klinge bereit, wenn ihr in seine Nähe kommt. Er ist sehr gefährlich. Da war auch noch so eine dumme Sache mit einem in der Stadt ansässigen Künstler namens Prism. Ein paar Smaragde. Ach Mensch, hat ein paar Smaragde geklaut. Wir versuchen sie wiederzukriegen, wobei uns das Schicksal von Prism ziemlich egal ist. Doof. Ich hab die von verkauft. Außerordentlich vielversprechend. Ja, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Ist ganz schön anstrengend. Okay. Kauf mir einfach die Smaragde mal wieder zurück. Hätte ich das gewusst? Also, finanziell wird sich das wahrscheinlich jetzt gar nicht lohnen. OBS nutze für Stream. Ich lese mir das mal kurz leise durch, ne? Ist da noch. Ach man. Also, ja gut, OBS ist jetzt erstmal vergleichsweise unwichtig tatsächlich in dem Fall. Auch wenn es halt natürlich ablenken kann, aber... Moment. Ja, gerade das mit den Schulden. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, in was für eine Höhe das ist, aber ich kann dir zumindest insofern den Tipp geben, wenn es für dich alleine nicht mehr zu bewältigen ist, dann ist es nie eine schlechte Idee, da irgendwie Schuldnerberatung oder so aufzusuchen. Wenn ihr euch da weil die seid. Haben halt die entsprechenden Kontakte und können dir da ein bisschen zumindest helfen. Ist mehr als das ZFM erbracht hat. Ja, okay. Dann ist es tatsächlich unter Umständen schon sehr kritisch. Also generell, was ich bei sowas immer als Tipp geben kann, so als Allgemeintipp, ist halt, dass man mit den Leuten, denen man dann Geld schuldet, sei es ein Vermieter, sei es, keine Ahnung, irgendwie Stadtwerke oder sowas, kann ja alles sein, mit denen immer in Kontakt treten, immer irgendwie versuchen, da Ratenzahlungen auszumachen und dergleichen, damit es halt nicht noch schlimmer wird. Notfalls irgendwie in Richtung Stundung auch gehen, also dass da keine Zinsen mehr mit draufkommen. Und solche Sachen. Also man sollte definitiv, und das ist das Wichtigste dabei, man sollte definitiv nicht den Kopf in den Sand stecken und darauf hoffen, dass es irgendwann von ganz alleine weggeht. Weil das wird es nicht.
Es sei denn, die entsprechende Firma geht selber pleite, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. So, hier, da sind... Oh, verdammt. Ja gut, unser schönes Geld. Ich hoffe, das hat sich jetzt wenigstens gelohnt. Ja, wie gesagt, also das Wichtigste ist immer nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann auch wirklich aktiv irgendwas dagegen tun. Und im Zweifelsfall, also das, da würde ich sogar sagen, das ist immer der erste Schritt, den man machen sollte, dass man dann sich wirklich mal mit einer Schuldnerberatung in Verbindung setzt. Also gibt eigentlich in so ziemlich jedem Ort eine. Und ja, weil wenn man da so als einzelne Person hingeht und um Stundung zum Beispiel bittet, hat man unter Umständen relativ geringe Chancen. Aber wenn da halt eine Schuldnerberatung hintersteckt, die auch schon am besten Konzept irgendwie ausgearbeitet hat, ist die Chance halt zumindest deutlich höher. Es ist natürlich kein Garant dafür, dass das die entsprechende Stelle sich drauf einlässt, aber normalerweise ist es halt so, dass die Leute, bevor sie gar kein Geld kriegen, machen sie es halt lieber so. So gut wie erledigt. Ja, und ansonsten ist es halt immer schwierig, da so allgemeine Tipps zu geben. Weil jeder dieser Fälle ist halt immer irgendwo was Individuelles. Das heißt, irgendwo muss man dann immer den genauen Fall kennen und das Ganze dann, weiß ich wie, aufbröseln, um dann halt die entsprechenden Lösungsansätze auch zu finden dafür. Genau. So, dann, Quatsch, nach Neschkel wollte ich ja wieder zurück. So. Hier war ich der irgendwo, ne? Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Und, was ich nicht unbedingt empfehlen kann, ist irgendwo Kredit aufnehmen, um woanders was zu bezahlen, weil normalerweise zahlst du beim Kredit dann an Zinsen und dergleichen deutlich mehr, als du es bei sowas dann machen würdest. Mit Verbrechern umgehen zu müssen. Bin gekommen, um meine Beute abzuliefern und die Belohnung abzuholen, die mir zusteht. Das wären 300 Goldmünzen. Mann. Ja gut, vielleicht. Oh, okay, es gab ein Achievement dafür, das ist schon mal gut. Es gab, 200 Erfahrungspunkte. Und zumindest ist die Quest soweit abgeschlossen. Ach stimmt, da war ja was. Hatte ich doch vorhin noch gesagt, dass die gar nicht als abgeschlossen angezeigt wird. Ja, jetzt ja. Okay. Okay, ich denke mal, die kann man gar nicht abschließen, weil man ja eine ganze Menge, also quasi endlos viele Skypes finden kann. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich irgend so eine Grenze, aber das bezweifle ich. So, abgeschlossen, alles abgeschlossen hier. Ja, Hauptmann Brage, klar. Das ist noch offen. Das ist logischerweise auch noch offen. Also das hier mit Dorn. Wie gesagt, die ganzen Begleiterquests, die werde ich vielleicht mal irgendwann machen dann. Muss ich mal sehen. Halbogernaher Beregost. In Hügeln südlich bis südwestlich der Stadt. Also ich weiß, wo der Paladin ist, der uns das Ding gegeben hat. Ja, das ist wieder Dings hier. Also die beiden, das sind wieder Quests von Begleitern. So. Dann ist tatsächlich nur noch das im Moment. Halbogernaher Beregost. Und was war das andere? Ach ja, Hauptmann Brage. Oder hatte ich jetzt doch noch einen übersehen? Nö. Ja gut, und technisch gesehen das hier.
alles klar sei. Und ich wünsche auf alle Fälle schon mal viel Erfolg dabei. Und wie gesagt, kannst jederzeit da auf mich zukommen. Ich meine, ich kann dir da natürlich in dem Sinne auch nur bedingt helfen, aber zur Not können wir da gemeinsam mal irgendwie die entsprechenden Kontakte raussuchen und ja, vielleicht wird es dann damit was. So, Tares, da wollte ich doch auch nochmal. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ach so, ja, das war das. So groß und, naja, etwa so breit. Dieser Taugenichts. Dieser Taugenichts. So, speichern. Da. So in den Hügeln südlich bis südwestlich von Beregost. Jo, alles klar, sei. Und halt mich da auch gerne auf dem Laufenden, wenn du willst. Ist natürlich immer deine Sache, ne, aber... Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, die hier, aber... Moment, die haben wir ja schon komplett erforscht, ne? Die Gegend, ja. So gut wie erledigt. Das hier könnte es halt noch sein. Ja, klar. Dann lieber auf dem Discord. Es ist ja immer so eine Sache, sowas hier in den Chat reinzuschreiben. Muss ja nicht immer unbedingt jeder mitkriegen. Gut, dann einmal rasten. Ah, Schreckensfort. Ich will Winterwölfe haben, keine Schreckenswölfe. Ich meine, gut, die geben auch gute Erfahrungspunkte. So ist es nicht. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Haben die irgendwas hinterlassen? Nö. Jo, danke. Danke, Zai. So, speichern. Regen oder Sonnenschein? Ich genieße es, im Freien zu sein. Also hier könnte es tatsächlich auch sein, dass diese, was, Oger oder Halboger, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber dass die hier irgendwo sind. Schwarzbären. Ja, die sollten jetzt eigentlich auch kein wirkliches Problem mehr sein, aber man muss es ja nicht provozieren. Wie gesagt, vor allem wenn Jahira mit in der Gruppe ist, ja, wirkt das... Also ich glaube, die ist nicht allzu glücklich darüber, wenn wir hier... irgendwelche Tiere abschlachten, die eigentlich friedlich sind. Oh, Leuchtturm? Der war vorher noch nicht da, ne? Nee, das da drunter war vorher, aber nicht der Leuchtturm. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. So, ich würde auch gerne eigentlich eine andere Formation nehmen. Das Problem ist nur, dass Fabielle dann immer irgendwo vorne mit rumschwirrt. Und das soll sie ja eigentlich nicht. Obwohl die... Moment. Die hier. Oder wie positionieren die sich jetzt? Ja. Ja, die ist doch perfekt. Die drei Fernkämpfer sind alle hinten. Ja, dann nehmen wir die. Obwohl die deckt aber auch nicht wirklich ein größeres Gebiet ab. Ja, nö. Ja gut, nehmen wir trotzdem die. So, da war noch so ein ganz kleiner Zipfel eben. So, ist hier im Süden irgendwas? Das könnten wir eben aufgedeckt haben. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So gut wie erledigt. So, dann einmal hier lang. Was willst du? Oh. Ah, da sind Skelette noch hinter. Moment. Wir gehen mal hier hin. Kommen die Skelette mit? Ja, die Skelette kommen mit. Ja, toll. Was willst du? Es ist wirklich eine Schande, aber in meinem Beruf hat man keine Zeit für einen kleinen Plausch. Ich habe auch gerade keine Zeit. Ich bin im Kampf. Oh, obwohl, nee, das Skelett ist tot. Okay. Ja, dann habe ich Zeit für dich. Es ist halt ein wichtiger Job. Die Nachricht muss überbracht werden bei Sonnenschein, Regen oder Kreischlingen.
Am hat allmählich genug von den Invasionsanschuldigungen und verlangt eine Wiedergutmachung durch die Großherzöge an Baldas Tor. Es kommt bestimmt nicht gut an. Platz da. Ja, schön, dass du Briefgeheimnisse hier preisgibst. Ach so, ja gut. Hätte ich eigentlich mitrechnen müssen, dass da noch mehr Skelette sind. Was? Waffe... Minsk? Waffe unbrauchbar? Moment, hat die... Oh. Verdammt. Das ist jetzt doof. So. Okay, also falls hier irgendwo ein Zweihänder rumliegt, werde ich mit ihm krallen. Aber ich befürchte eher nicht. So, das müsste die kaputte Waffe sein hier. Ja. Ein Wolf. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt nicht nur einer, aber offenbar doch. Ich wusste gar nicht mehr, dass Waffen hier überhaupt kaputt gehen können in dem Spiel. Meine Klinge. Aber magische dürften dann nicht kaputt gehen. Oh, 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 ja. Achso, Immun. Cool. So, bevor ich das vergesse, mache ich das jetzt lieber gleich. So, Stufe erhöhen. Da nichts. Rettungswurf gegen Tod reduziert um 1, gegen Zauberstäbe um 2. Oh, einige Rettungswürfe allgemein verbessert. ETW 0 ist verbessert. Schadensfaktor für hinterhältige Angriffe. Ja, kann ich ja mal ganz kurz drauf eingehen. Also, wenn man sich im Schatten versteckt und dann aus dem Schatten heraus einen Gegner angreift, kriegt man halt einen Bonus auf den Schaden. Und der erhöht sich halt, ich weiß gar nicht, wie hoch das jetzt ist. Ich sag jetzt einfach mal, vorher war es halt zweifacher Schaden, jetzt ist es sogar dreifacher Schaden. 25 Fähigkeitspunkte, 8 Trefferpunkte, Sagenkunde um 3. So, ja, ich würde ja ganz gerne auch Taschendiebstahl mal erhöhen. Aber die anderen Sachen sind auch wichtig. Ne, ich erhöhe die Sachen hier. So, machen wir mal 80 und hier auch 80. Ja, also das sind... Ach, hier sind noch Sachen, noch mehr Sachen. Ja gut, Illusionen entdecken ist jetzt nicht ganz so wichtig. Naja, gut, machen wir so. So, ah ja, an der Unterkante sind wir gewesen. War mir gerade gar nicht mehr sicher, wo wir als nächstes hin müssen. Und Immun ist schon wieder da hinten irgendwo. So, im Schatten verstecken gelungen, immerhin. Hier ist das neue Langschwert von vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe. Ja, genau. Von Khalid, genau. Das macht sich hier, glaube ich, richtig bezahlt. Also dieses, ja, quasi Langschwert plus 1, aber gegen Untote de facto Langschwert plus 3. So. Haben wir die Seite erreicht. Geht's hier irgendwo? Stopp. Das sind Skelette und Zombies, die allerdings nicht angreifen. Das schreit doch nach irgendeinem Gespräch, das da gleich kommt. Nach einem potenziellen Kampf. So.
ne? Da. Basilus. Oh, Bruder Turm, warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Oh Gott, der ist mir jetzt schon unsympathisch. Oh, zögert nicht um meinetwillen. Ein paar von anderen haben sie vielleicht nicht gehört. Ja, was? So bleibt denn friedlich, wenn ich mich auch an Zeiten erinnere, in denen ihr eher gestorben wärt, als zu schweigen. Ich sehe beim Text gerade überhaupt nicht durch. Damals wärt ihr lieber, warum erzählt ihr es ihnen nicht einfach selbst? Ich kann mich nicht mehr ganz so gut an die alten Zeiten erinnern. Ihr da, was hat das zu bedeuten? Wer wagt es, mich zu unterbrechen, während ich mit meinen Angehörigen spreche? Ich mache euch einen Kopf kürzer, wenn ihr hier seid, um... Nein, ist's möglich? Bist du's, Vater? Es kann kein anderer sein. Du hast dich kein bisschen verändert in allen Jahren. Ihr habt mich mit jemandem verwechselt. Ich glaube, ihr solltet lieber mit mir kommen. In Beregost wird es schon Leute gehen, die wissen, wie mit euch umzugehen ist. Ja, mein Sohn, es war eine lange Zeit. Wie geht es dir, mein Junge? Oder, ja, ich bin's, dein Vater, und ich möchte, dass du mit den ganzen Zombie-Dummheiten aufhörst und mir nach Beregost kommst. Dort kann dir sicher jemand helfen. Probieren wir es damit mal? Ja, also das hier definitiv nicht. Da wird er sich wahrscheinlich wehren gegen, dann lieber das. Zombies? Du erkennst ihr wahres Wesen nicht? Du bist verzaubert, anders kann ich es mir nicht erklären. Doch sorge dich nicht, dies ist auch anderen schon widerfahren und ich weiß, was man dagegen tun kann. Es geht ganz schnell und tut kaum weh. Ich wusste es. So, ihr begebt euch mal ein Stück nach hinten. Ich bin ganz Ohr. So, dann... ich habe ja noch gar nicht wieder gerastet, ne? Machen wir einfach mal den Zauber hier. Also Netz. So, kurz warten. Passiert irgendwas? Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Und nun? So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht selber reinrenne. So, dann machen wir jetzt mal da ein magisches Geschoss. Ach, du hast ja nichts zum Angreifen, ne? Nee. Ja gut, dann schießt. Nein. Du sollst schießen. So. So, und Imoen schießt auch. Nee, aber. Ihr drei bleibt mal hier so lange. Oh, der ist sogar weg. Okay. Ja gut, da hätte ich mir das auch irgendwie sparen können. Und nun? So gut wie erledigt. Hä? Boah, wo sind denn die anderen? Verdammt. So gut wie erledigt. Okay, da ist zumindest eins der Skelette. Oh, ich bin wirklich nicht im ganzen Herzen. Ist vielleicht eine schlechte Idee gewesen. Ja, war es definitiv. Okay. Die einzige, die jetzt gerade nicht gefesselt ist, ist Dina hier. Dafür hat sie jetzt was? Irgendwas ist mit ihr. Warum? Geh weg hier. Mensch, ich will die Gruppe auswählen. So. Ja gut. Muss ich jetzt einfach darauf hoffen. Oh, sind das viele. Verdammt. Nee, da lade ich. Da lade ich neu. Ah, das war eine schlechte Idee. Hä? Achso. So. Also ich wollte eigentlich den Netzzauber da reinmachen und dann halt... So gut wie erledigt.
ja, die halt dann angreifen. Also mit Fernkampfangriffen. So. Was soll das bedeuten? Ich würde sagen, erstmal ihn, so schnell wie möglich. Ihr habt gerufen? So. Und nun? Du machst direkt noch den. Und Moment, mir fällt gerade was ein. Ich werde mal. Achso, sogar schon ausgewählt. Ihr das Ding geben, damit sie generell halt auch ein bisschen was machen kann. Ist er selber schon tot? Ja, sieht danach aus. Ja gut, dann geht's jetzt auf die ganzen Skelette so nach. Und du sollst damit angreifen, Mensch. So. Und nun? Aua. Okay, die Masse. Verdammt. die Masse macht's hier jetzt gerade einfach. Ich muss jetzt einfach darauf hoffen, dass sie das irgendwie hinkriegen. Ohne zu sterben. Ja doch, aber langsam sieht's gut aus. Oh. Kaum sag ich es schon. So, okay. Und ihr beide noch. Okay, wow. Das war doch ein ziemlich harter Kampf. Wie gesagt, allein durch die Masse halt. So, dann wollen wir mal plündern gehen. Ah, es ist Nacht. Eine gute Zeit, um das Biose lautlos zu werden. So. Ein paar Bolzen nehme ich mal noch mit, weil. Dings hier, Imuren, die verbraucht jetzt ja relativ viele Bolzen, dadurch, dass sie auch zweimal pro Runde oder einmal zusätzlich pro Runde schießen kann. Oh, ein Zweihänder. Ja, stimmt. Da war ja noch was. Nein, stopp. So. Moment, den gebe ich dir direkt. War ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. So, da noch ein paar Bolzen. Und das hebe ich mir zum Schluss auf. Oder für den Schluss auf, so. Ja, wir rasten sowieso gleich. Hör auf zu meckern. So, und... Blutstein-Amulett. Kettenhemd nehme ich mal mit. Mittlerer Schuld. Handschuhe. Basilus heiliges Symbol und ein Kriegshammer, okay. So, das rüber, das wird dann verkauft. Die Bolzen kriegst du alle, so und so. Das kann da rein, das auch, genau wie das. Und das, ja. Keine Ahnung, wo ich das abgeben muss, aber werden wir sehen. So, du identifizierst einen Ungeschicklichkeitshandschuh. Nee. Boah, um 10 verschlechtert der ETW 0. Geschicklichkeit minus 2, also wird definitiv verkauft. Und Ashidena plus 2. Ein Hammer plus 2. Der ist sogar einhändig, okay. Den nimmst du mal. Und was hatte der noch für Eigenschaften?
Der macht sogar noch plus ein Elektrizität. Also einen Elektrizitätsschaden. So. Gut. Eventuell, falls Minsk beim nächsten Level Up noch einen Punkt irgendwo hin vergeben kann, dann kann ich das ja eventuell beim Kriegshammer, also in der Fertigkeit Kriegshammer mit reinmachen. Oh. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Es sind verdammt viele Untote hier. Ich bin wirklich nicht. Ich meine, die geben gute Erfahrungspunkte, das muss man ja sagen. Aber kann halt auch ein bisschen nervig werden irgendwann. Oder auch ein bisschen gefährlich im Zweifelsfall. Nächster Versuch. Okay, gut. Wie lange? Ein Tag habe ich jetzt gerastet. So, speichern. Nee, da. So, okay, dann. Achso, hier komme ich, glaube ich, auch nicht weiter, oder? Nö. Ich kann zumindest noch ein bisschen was aufdecken. Nur, dass hier irgendwo tatsächlich auch die Oger sind. Komme ich da noch irgendwie weiter? Nö, okay. Gut, dann bleibt da höchstwahrscheinlich so ein kleiner Zipfel übrig, den ich einfach nicht aufdecken kann. Kann man nichts machen. Imun hängt schon wieder hinterher. Moment, ich. Wo war das da? Ändere das jetzt doch wieder in einfach nur Fernkampf. Ich muss auch mal. Hier unten sind ja individuelle Sachen. Da muss ich halt mal gucken, ob man. Wie man das überhaupt einstellt. Fernkampf. So. Also eigentlich hätte ich gerne irgendein Skript, wo. Wo Imun einfach nur dauerhaft nach Fallen sucht, wenn sie gerade nichts anderes zu tun hat. Achso, oh, hier kann ich das in die Richtung auch verlassen. Ja gut, hat jetzt nichts gebracht, aber egal. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Da kann ich mich eventuell mal bis zum nächsten Mal noch schlau machen, wie genau man da individuelle Skripts einstellt. Und im Endeffekt müsste ich ja nur den Skript Melikam. Okay. Ja, im Endeffekt müsste ich ja einfach nur den Skript nehmen, den ich jetzt bis eben für Imun verwendet habe. Und da nur diese Zeile rauslöschen, ja, im Schatten verstecken. Ist Feind? Ach, da unten. Na komm. So, okay. Haben wir den Kampf auch geschafft. Sind halt auch wieder. Wie viele Wölfe waren es jetzt? Vier, ne? Da sind auch wieder 260 Erfahrungspunkte gewesen. Sag ich natürlich nicht nein. Obwohl Winterwölfe wären trotzdem noch deutlich besser. Was? Gag, war, was? Duk, duk, Hilfe. Oh. Kann das Huhn reden? Hä? Moment. Gucke ich mir mal gleich genauer an. Oh. Danke, Gag. Ihr habt mich Gag gerettet, hä? Hab ich? Hey, ihr seid aber kein gewöhnliches sprechendes Huhn. Ich fürchte, ich habe zu viele Schläge auf den Kopf bekommen. Demnächst höre ich noch Hamster sprechen. Au. Au. Deadburn. Minsk guckt
guckt sich gerade um. Wird, ach, teuflische Magie ist am Werk. Dieses Huhn ist besessen, der Vogel ist verhext. Nee, ich nehme das. Ich hoffe nur, dass das nicht ernst gemeint ist, was ihr da mit mir treibt. Ich bin wirklich kein gewöhnliches sprechendes Huhn und ich brauche eure Hilfe. Verzeiht mir, Huhn, warum befindet ihr euch in diesem Zustand? Nein, ich weigere mich, diese Unterhaltung auch nur ein Wort weiterzuführen. Wenn bekannt wird, dass ich mit Geflügel spreche, werde ich zum Gespött der ganzen Schwertküste. Tut mir leid. Nee, wir nehmen schon das Obere. Danke, Mutter. Danke, Mutter allen Zaubers. Vielleicht hört dieser Albtraum ja jetzt auch endlich auf. Ich bin Millekam von Beregost, ein Zaubermeister der mystischen Künste. Mein jetziges Aussehen liegt wohl daran, dass ich einen Zauberspruch falsch abgelesen habe. Vor mehr als einem Monat habe ich einen Verwandlungsspruch versucht und seitdem kann ich einfach nicht mehr zu meinem normalen Aussehen zurückkehren. Ich habe ein bisschen Ahnung von Magie. Könnt ihr diesen verflixten Zustand nicht aufheben? Ja, ich frag das. Ich würde ja, aber der Gegenzauber übersteigt meine... Besser gesagt, ich habe alle Zaubersprüche, die ich auswendig kann, schon probiert. Und jetzt komme ich nicht an meinen Zauberspruch heran. Besitzt ihr die Fähigkeit, einen solchen Zauberspruch zu sprechen? Vielleicht, doch wie... ja, können wir nicht aussprechen gerade. Verdammter Mist. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die unangenehmste Möglichkeit. Unmittelbar westlich von Beregost gibt es ein Anwesen, wo der Magier Talantyr anzutreffen ist. Ich bin sein Lehrling und ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird. Dann lasst uns zu seinem Wohnort gehen. Wir werden euch begleiten. Ja. Hab Dank. Es ist westlich von Beregost. Talantyr lebt dort in einem großen Anwesen. Bis wir diesen Ort erreichen, kuschle ich mich so lange in euer Bündel. Oh. Gegenstand bekommen. Millekam das Huhn. Moment. Achso, das sind die Ungeschicklichkeitshandschuhe. Hä? Ach, da! Gewicht 1. Hühner sind flugunfähige, gezähmte Vögel, die nicht nur wegen ihres zarten Fleisches, sondern auch wegen der Eier geschätzt werden. Eines allmorgendlichen Leckerbissens, auf dem man auf vielen Bauernhöfen, wie auch in der Stadt, in den Städten an der Schwertküste nur ungern verzichtet. So, du kommst da mit rein. So, und mal kurz gucken. Westlich von Beregost. Meint er wirklich westlich oder im Westen? Ah, na gut, werden wir rausfinden. Erstmal das Gebiet hier beenden. Schade, dass Alf jetzt gerade nicht hier ist. Weil er hätte jetzt den perfekten Spruch für diesen Augenblick. Du bist ein Huhn! Ja, jeder Albany-Fan wird wissen, was ich meine. Und eigentlich sollte jeder Mensch Albany-Fan sein, davon abgesehen. So, da haben wir noch ein bisschen was aufgedeckt. So, also der äußere Rand ist komplett fertig. Ja, dann können wir hier tatsächlich mal so ein bisschen spiralförmig wieder vorgehen. Das war ja im letzten Gebiet nicht so wirklich möglich, weil das alles so extrem... Oh, die ist erschrecken. Zerklüftet war. Der ist jetzt schon verletzt. So, jetzt ist er tot. Moment, ich glaube, hier würde ich das auch nur von oben aufdecken können, oder? Ja. Oh, und ein Schreckenswolf. Die geben wenigstens gute Erfahrungspunkte. Zwei Schreckenswölfe. Nehme ich auch. Oh, Level up. Wer? Ach da, Dina hier. Cool. Ja. Dann... Steige mal eine Stufe auf.
Zauber 1 und 2 jeweils, also erster und zweiter Grad jeweils ein Zauber, 6 Trefferpunkte, Sagenkunde 3, ETW 0, na ja gut. Obwohl für einen Fernkampf ist das ja auch gar nicht.